Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich werde wie gesagt heute eine kleine Timeless-Folge starten. Ich habe deswegen jetzt auch gerade keinen Sound an, werde ich aber gleich noch, wenn die Folge vorbei ist, werde ich die Musik dazu noch einfügen, kein Problem. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier mal ganz öffentlich in die Option gehen, Difficulty von, na, von, nee, auf Peaceful setzen, damit hier nichts passiert. Grundlegend spiele ich ja eigentlich andauernd, aber so zum Aufräumarbeiten fände ich das eigentlich so ganz okay. Soll ja auch nichts verbauen. Und ich würde sagen, ich lege mich nochmal schlafen und dann startet die Timeless-Folge, wenn ich aufgestanden bin. Bis gleich. Thank you.
So, wir haben heute auf jeden Fall einiges geschafft. Wir haben endlich mal unten. Alter, was für eine Timelapse. Das war, glaube ich, meine erste. Bin ich gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier echt mal das Cobblestone-Barrel voll gehabt. Okay, nicht voll geupgradet, aber das sind uns noch zwei. Aber eigentlich sieht schon gut aus. Haben teilweise zwei vierfach kompresste Cobblestones bekommen. Meine Fresse. Hier haben wir noch einiges angekramt so drin. Ja, komm, das nehme ich nochmal gerade drauf. Oh, das ist sogar eine Netbank aufgehoben. Die Erde können wir auch nochmal gerade hier zuschupfen. Sollte auf jeden Fall machbar sein, wenn die. Haben wir gerade echt alle Landmarks hier bekommen? Das wäre nice. Haben auf jeden Fall hier jetzt einiges damit am Platz geschaffen. Damit die Curry beim nächsten Mal auch wieder schön durchlaufen kann. Cobblestones wird jetzt automatisch darüber rübergeleitet. So, das tun wir dann nochmal hierzu. Obwohl die Seeds können wir eigentlich nochmal so machen. Und die Potatoes da rein, damit wir zum Mampfen haben, weil von Brot würde ich nicht dauerhaft leben. Ich habe irgendwie gerade gesehen, war gerade teilweise echt was. Naja, sollte Plant eigentlich wieder beheben. Ah, hat er schon. Kommt auch mittlerweile einiges an. Die Kühe, die ich gefangen habe, die will ich dann hier einsperren mit einem Breeder füttern. Kommt aber doch alles. Ja. Haben auf jeden Fall mal hier die Truhen sortiert. Mal habe ich jetzt hier Mobtop und so weiter hingetan. Wollte ich hier so die technischen und Werkzeugsachen mal so reinschopfen. So, Gedönse halber mal. Ja. Ja, Obsidian-Barrel immer noch. Dann die Rohstoffe. Können wir die Indium-Ingots mal dazu tun. Blöcke zum Bauen und so weiter. Jetzt haben wir noch hier. Früher habe ich die Seared Bricks gebraucht. Ja, ich hatte mir ja den Excavator gemacht und zu viel da getan. Stopfen die dazu. Oh, das müsste ich eigentlich nochmal wegräumen. Aber naja. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal gerade zwei von den Graftern. Ich will nämlich jetzt. Na. Mal schauen, was da jetzt noch für Bäume so weit rausgekommen ist. Wurde ja schon länger nichts mehr abgeerntet. Auf jeden Fall haben wir hier ein Silver Birch Sapling. Klettern wir mal rauf. Dann haben wir hier ein Silver Lime Sapling und einen Apfel. Noch ein Silver Lime Sapling. Der Mundane Larch. Wow. Ich glaube, es lohnt sich schon gar nicht mehr, die hier anzupflanzen. Nee, nicht so wirklich. Hat sich hier noch irgendwas gekreuzt? Ich hatte auch hier eben noch was gesehen, oder? Jawohl. Kein Kommentar. Aber da oben ist noch was. Ja, dann machen wir uns dann nochmal ein. Ja, da hinten in der Truhe ist noch so Pflanzliches. Habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja, halt pflanzlich tierisch. Ja, ich glaube, die Apple auch können wir da teilweise echt mal wegtun. Die brauchen wir nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Timeless mal gefallen hat. War mal was anderes. Wollte eigentlich so mal so machen, wenn sich halt die ganzen Sachen anhäufen, die eigentlich keiner sehen möchte, wie halt aufräumen, Cobblestones verkraften. Ist ja teilweise ein bisschen Let's Play schädigend, wie der Fachmann es sagt. Und zum Glück bin ich ja kein Fachmann. Ein Silverleim. Was aber hier? Ein Silverleim. Ja, das hat sich doch mal richtig gelohnt. Mal, ne, also gar nicht. Hier haben wir nix. Haben wir hier noch irgendwie was? Ich glaube, das ist schon außerhalb vom Radius der Bienen. Gut, dann fällen setzen wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge mal so um und machen da drüben mal die Bienengegend. Aber na gut. Auf jeden Fall war es das dann auch für die Timelapse-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Alter, was wir schon an Bäume gezüchtet haben.
die Lemon, Silver Lime, Mandarin Large, Common Beach, Hill Cherry, ach du Scheiße, ey. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen der Timelapse. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles. Sonst muss ich das echt noch irgendwie gucken, wie ich mache. Aber es geht. Oh, Entschuldigung. Die Kanone zieht genau wieder rüber. Aber ich gehe eigentlich davon positiv aus, dass wir das schaffen sollten. Gut, aber auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.